Die leichten fünf sind, ich habe es gerade schon gesagt, das ist immer so, ich will da schon immer so sofort reinsliden, weil das so simpel und gut ist. Da könnten wir einfach zack, 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 zack machen. Jeder hat fünf Punkte und die Show ist witzig. Witzig. Ist wirklich so. Es sind fünf sehr leichte Fragen, die ich euch gleich stellen werde. Fünf sehr leichte Antworten dementsprechend auch zu geben. Ihr habt ein Pad vor euch, schreibt bitte die Antwort auf. Ich frage nach der Reihe dann danach ab. Wer hier mit weniger als fünf Punkten nach Hause geht, ist eigentlich nicht qualifiziert für diese Sendung, aber... Wir schauen mal, das sollte nicht so schwer werden heute. Wir haben es aufgrund der Erfolge der letzten Woche von euch noch mal ein bisschen runtergesetzt in der Erwartungshaltung. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit der ersten Frage an. Und das ist ganz leicht. Wie nennt man das Ergebnis einer Division? Das geht schon wieder scheiße los, ey. Wie nennt man das Ergebnis einer Division? Ja, ja, wir überlegen nur, was eine Division noch mal genau war. Ja, aber welche Division denn? Du musst doch ein paar Zahlen sagen, damit wir die definieren. Also 21 durch 7, oder was? Jetzt hast du mich so verunsichert. Olli, setz dich bitte hin. Setz dich doch bitte. Aber was ist denn? Aber du kannst gerne laufen, aber dann lauf nicht so und guckst du ganz unauffällig bei Nilam auf dem Monitor. Hä? Er hat über deine... Ich hab gar nicht, weil sie weiß es doch weiß auch nicht. Weiß es gar nicht, ja. Die weiß es doch auch nicht. Olli, bitte. Ich zähle von fünf runter. Fünf. Vier. Drei. Das ist doch zwei, falsch. Eins, null. Die Runde ist zu. Nilam. Nein. Okay, dann machen wir Nilam. Ja. Nilam, was hast du denn aufgeschrieben? Also ich glaube, mich zu erinnern, dass die beiden... Ach, man sieht es schon. Naja, ist ja auch egal. Nee, sag doch. Dividende? Die Dividende? Mhm. Das habe ich auch. Nee. Oder der Dividend, aber das sind die beiden Einzelzahlen. Ich finde es gut, wie Fari ganz laut sagt. Ja, das war jetzt... Nee. Ich kann so klug scheißen, weil ich das Gefühl habe, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben richtig liege. Ja. Aber ich... ich habe das Gleiche. Olli? Ich habe das Gleiche. Olli, was hast du aufgeschrieben? Dividende. Zeig mal bitte. Das ist ja verrückt, dass du das gleich... Das ist ja, ja, aber ich hab's nicht gesehen. Nee, glaube ich auch nicht. Wie kamst du da drauf? Wie Lass mich du? In Ruhe! Hol uns ab. Lade uns in deine Gedanken ein. Wie war die Herleitung? Wie war die Herleitung bei Dividende? Wenn eine Division ist eine Dividende. Aber Division... ist früher gab's Hast du falsch abgeschrieben, oder? Ja. Frag ihn noch mal, was er hat. Nee, also erstmal sage ich dir, nee, warte, ganz kurz. Ich mache es folgendermaßen. Ich sage Nilam, ob sie richtig oder falsch liegt. Und da du ja bei Nilam abschreibst, wissen wir nicht dann alle. Nicht mehr. Nicht mehr. Nilam, es ist leider falsch. Sag bloß. Es ist leider falsch. Olli, ist auch falsch. Olli, deins ist leider sie auch falsch. Sie hat abgeschrieben. Ich habe abgeschrieben. Marina, was ist denn das, was du aufgeschrieben hast? Ich habe aufgeschrieben, was es nicht ist. Es ist nicht die Differenz. Nicht? Die Differenz, das ist nicht brauchbar und falsch. Antwort. Das ist leider falsch. Er hat's richtig. Ja, ich bin... Wollen wir, weil, Fari, du sagst die ganze Zeit, du hast nicht abgeschrieben, Olli, ne? Olli, was? Du hast nicht abgeschrieben, sagst du? Holst du gerade dein Handy raus? Ja, weil ich es auf lautlos machen wollte. Gibst du mir meine... Ey, das ist ja wohl nicht... Das... Das schneller googeln. Das gibt es gar nicht. Kannst du dir nach der Stunde abholen. Ich wollte nur den Flugmodus anschalten, damit keiner anruft. Ich bin Businessmann, ich mache nebenbei noch in Schokolade und Strümpfe und habe wahnsinnig viel zu tun. Und dann klingelt das Telefon heute. Okay, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Ich mache in E-Bikes. Ich mache in E-Bikes, wenn ihr Bock habt auf die Olli-Lade, so eine neue Schoko und so. Wenn ihr, also machen wir eine Olli-Lade? Wir machen eine Olli-Lade. Ja, okay, eine Olli-Lade, es gibt die. Ich nehme dich beim Wort. Ich nehme dich auch beim Wort. Wir wollten aber eigentlich einmal ganz kurz, Olli, weil du hast Schokolade. Jetzt hör mal ganz kurz zu. Du hast die ganze Zeit gesagt, du hast nicht abgeguckt. Stimmt das? Sag das nochmal ganz deutlich. Das hast ist du, immer der Punkt. Nee, Moment. Ist eine ganz simple Frage, ja oder nein Antwort. Hast du abgeguckt? Das ist ein Quiz, rate mal. Okay, wir gucken uns... Das ist eine Quiz-Show. Ich möchte,
Ich möchte ganz kurz noch mal die Slow-Mo haben von Olli. Nein, das ist hier keine. Wir sind hier nicht bei LOL oder so mit Slow-Mo. Das, hier nicht, das ist hier die Nummer 1 Show. Wir orientieren uns nicht an so schlechten Sendungen. Das ist hier. Hier wird nichts mit Slow-Mo gemacht. Wir machen jetzt weiter. Zweite Frage. Die Zeit läuft, Mann. Hinter dir kommt dann noch Linda Zivakis und der andere Pfeifenkopf da. Oh Gott, Olli. Sorry. Mann, ey. Pfeifenkopf. Wie heißt der denn? Matthias Oppenhöfel. Matthias Obdi, liebe Grüße. Was ich hab du? Quotient. Ich hab Quotient, ja. Und an der Reaktion merkst du schon, dass das richtig ist. Glückwunsch. Quotient. Ah. Du bist so bescheiden, wenn du gewinnst. Wie du dich gerade wirkst, war dir fast unangenehm. Ich habe mich letztes Mal so an den Pimmeln festgehalten. Und hör am auf! Pimmel fest. Und heute mache ich es nicht. Heute bin ich auf Liebe, heute bin ich harmonisch, heute möchte ich, ich bin auf Support. Heute möchtest du Pferderassen raten. Heute möchtest du Pferderassen raten, denn das ist die nächste Frage. Oh nö. Wen raten? Pferderassen. Nenne eine Pferderasse. Come on. Nenne eine Pferderassen. Nenne eine Pferderasse außer Haflinger. Hey, come on. Warte. Ach Gott. Muss man das richtig schreiben? Boah. Pferde? Nee. Stute ist keine Pferderasse, ne? Stute ist... Hast du? Ich? Hast nee, du nicht. Du hast was? Ich hab was, ja. Olli, du hast auch was? Ja, aber diesmal hat sie von mir abgeschrieben. Nila. Ich war geschrieben. Nila hat auch was. Ja. Wie heißen die? Fari schreibt noch. Wird das geschrieben? Kannst du einmal gucken und sagen, wie das richtig geschrieben ist? Ist doch wurscht. Ja? Also die Schreibweise, ich achte jetzt nicht auf Rechtschreibung. Ja, okay. Wenn das so ein kompliziertes Wort ist, dass man das falsch schreiben kann. Ja, ist schon sehr kompliziert. Dann möchte ich gerne wissen, was du hast. Fari, wir fangen bei dir an. Libiziner. Gibt's das? Gibt's? Aber nicht so ausgesucht. So ähnlich. Das ist... Es ist rechtschreibmäßig falsch, aber... Ja, Richtung. Und die heißen auch nicht Libiziner. Das ist ein Getränk aus Griechenland. Die heißen Lipizzaner. Das ist Lipizzaner. Ja, Lipizzaner. Nee, das aber das hat doch nichts mit. Rechtschreibung ist, wenn du innerhalb. Ich habe das I und das A verwechselt. Das ist Rechtschreibung. Da würde man mir jetzt runterschreiben. Das ist. Es ist falsch. Paris, tut mir leid, es ist falsch. Lipizzaner. Nilam. Ich habe es versucht mit einem Isländer. Oh, natürlich. Isländer. Ich töne. Ja? Richtig. Olli. Oh. Was hat denn Oliver? Ich wollte erst Joko schreiben, weil du bist mein schärfstes Pony im Stall. Mein bestes Pferd im Stall. Ich habe tatsächlich das Shetland-Pony genommen, Shetland. Das ist doch kein Pferd. Ist doch ein Pferd, natürlich ist es ein Pferd. Och Mann, Olli. Ja, wir klar, nicht 100% richtig. Ja, ist so. Das geht. Natürlich ist es ein Pferd. Marina? Ich habe auch das Shetland-Pony. Yes. Okay, das Shetland Pony. Whoa. Genau. Ist richtig. Und vielleicht ganz kurz dazu. Wie hast du das geschrieben? Fari, nur ganz kurz. Ich glaube falsch. Shetland ist die Rasse und Pony ist dann wiederum die Ausprägung in welchem, ne? Ja, ich weiß. Klein, groß, mittel. Ich hab da auch nichts gegen. Ich bin heute auf Liebe. Also Boah. Noch. Ich bin jetzt noch 5 Minuten auf Liebe, wenn das so weitergeht. Wenn das bei dir Liebe ist, dann bin ich sehr gespannt, ja. Was bei dir denn heute Hass bedeutet. Wie schreibt man Rhythmus? Und ich bin mir ziemlich sicher, danach werden wir erfahren, wie das ist. Wie schreibt man Rhythmus? Darf man ausprobieren ein paar Mal und dann durchstreichen. Marina ist schon fertig? Zu leicht, ne? Kanzlerin. Stimmt. Wäre peinlich, wenn ich es jetzt verkackt habe. Uiuiui. Ihr habt alle was? Ja. Ja. Ja, okay, gut. Dann fangen wir an. Aber Rechtschreibfehler zählen nicht. Wenn ich sage, wie schreibt man Rhythmus, ja, dann, dann ist es wichtig, dass du es richtig schreibst. Okay, Fari, wir fangen bei dir an. Ja, ich sage R-H-Y-T-M-E-U-M-U-S. Nein?
Nein! Oh Gott! Oh Mann. Scheiße! Wirklich so scheiße! Ja. Aber es ist ein Rechtschreibfehler. Also da ist absolut. Dass ein Buchstabe fehlt. Noch leider ein falsch. Noch ein H. Fuck, ich döde. Milan? Ein H fehlt, genau. Ich hoffe, das H hinter dem T fehlt. Ja. Schauen wir mal, wenn du das H vorne auch hast. R-H-Y-T-H-Y. So sieht's aus! Olli? Ich glaube, ich hab's richtig. Hoffe ich auch? Das hoffe ich auch. R-H-Y-T-H-Y. Sehr gut. Romarina, Home Run. Du hast geschrieben Rhythmus, genauso wie man schreibt. Ein Punkt. Du machst das Rennen heute. Du machst das Rennen. Dann ist die nächste Frage für euch. In welche Richtung guckt der Bundesadler auf der 1-Euro-Münze in eurem Portemonnaie? Ja, genau. Der ist doch gar nicht auf dem... Ja, aber aus unserer Perspektive, nicht aus Olli, Olli vermutet, Olli vermutet einen Hinterhalt. Der ist doch gar nicht auf der 1-Euro-Münze. Wo ist denn der Bundesadler? Es kommt ja darauf an, aus welchem Land die 1-Euro-Münze ist. Wenn sie aus Deutschland ist, ist da ein Bundesadler drauf. In anderen Ländern ist da kein Bundesadler das drauf. Das ist ein Delfin. Ist eine Ey, aber der guckt doch in die... der guckt doch... Da kann man nur raten, links oder rechts, ne? Ja. Oder geradeaus. Oder nach hinten. Oder auf dem Boden. Unten oben. Oder nach oben. Habe ich eine Münze dabei? Nee. Ach so, warte mal, in welche Richtung guckt er? Genau. Ist doch einfach. Nein, warte. Ist überall gleich. Ja, ne? Ich muss ihn malen. Fari. Ich habe nicht geguckt, ich habe nur geguckt, was sie macht. Ich habe nicht abgeguckt, außerdem ist es eh nicht das Gleiche. Milan, ich würde dann warte, die ich Runde muss noch einen zumachen. Schnabel malen. Haben die einen Schnabel? Ja, die haben schon einen Schnabel, auf jeden Fall. Ja. Malst du jetzt noch on top was dazu? Oder? Nee, ich gucke nur, ob es gut aussieht. Stimmt, ja. Warte mal. Okay, gut. Die Runde ist zu. Nee, ich ändere. Die Runde ist nee, zu. Nee, ich glaube, ich habe es falsch. Die Runde ist zu. Wir decken alle auf einmal auf. Gleichzeitig schauen wir drauf, was ihr als Lösungen habt. Links. Hast du nochmal umgeschrieben? Links. Guck mal, aber ich glaube, ich habe ihn dann falsch gemalt. Guck mal oben auf den Cube, meine Lieben. Auch alle links. Das oben auf dem Cube sehen wir den Bundesadler. Ach, links. Und links Ach, ist doch. Richtig. Rechts wäre auch schwierig. Ja, ne? Das ist schwierig. Habe ich ja nicht genau das habe ich auch gemacht. Ich habe ihn sogar falsch gemalt und es ist richtig aufgeschrieben. Genau das habe ich auch gedacht. Ich dachte, nee, das kann nicht sein. Das machen die nicht. Das machen die hier nicht. Das machen die nicht. Das ist korrekte Sendung. Eben, eben. Sehr gut. Alle gut, alles gut. Nur falsch rum gemalt, aber hat trotzdem geklappt. Hast du wirklich falsch rum gemalt, aber richtig aufgeschrieben? Ja, diese leichte Links-Rechts-Schwäche. 50-50-Chance, immer das Gleiche. So, ich habe 3 Fragen richtig. Ich kann mich zurücklehnen. Ich mache jetzt einfach nur noch, was ich will hier. In der ganzen Show. Vielleicht kommt jetzt noch eine dazu. Das ist auch die letzte tatsächlich von den leichten 5. Theorieprüfung in einer Fahrschule. Was gilt in dieser Situation? A. Ich muss blinken. B. Das Motorrad muss warten. C. Ich muss das Motorrad zuerst fahren lassen. Darf ich was fragen? Wirklich bitte? Ja, bitte. Sind da mehrere Sachen richtig eventuell oder ist es nur eine Sache definitiv? Ja. Ja. Wer ist denn ich? Ja. Also ich mache die Runde erstmal zu, ihr habt alle was aufgeschrieben. Ich ist in dem Fall immer die Person, die es liest. Milam hat gelesen. Hä? Ich habe gelesen, ich muss blinken. Aber du bist ja der in dem Auto oder die im Auto. Du fährst doch geradeaus. Du fährst geradeaus. Ja. Ach scheiße, ich habe die Pfeile nicht gesehen. Das ist falsch. Nein. Ja. Das aber ist, sonst wär's richtig. Latein auch nicht. Das ist ärgerlich, aber wusste Marina ist besser. Aber ich kenne die Antwort. Selbstverständlich, ich muss das Motorrad zuerst fahren lassen, weil das auf der Vorfahrtstraße fährt. Genau so sieht's aus. C ist die richtige Antwort. Und damit schauen wir, was hat Olli. Ich kann mich da nur anschließen. Das ist vollkommen richtig. Für mich bist du der heimliche Favorit hier. C. Fari. Fari Yadim hat welche Antwort? Habe ich auch. Fari Yadim hat auch C, einen Punkt für Fari Yadim. Und damit können wir doch jetzt gleich schon mal gemeinsam lauern, wer hier wie viele Punkte von 5 möglichen geholt hat. Das waren die leichten 5.